Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Heute ist ein guter Tag für die Inklusion, und zwar insbesondere für die Teilhabe der Menschen an demokratischen Wahlen. Denn wir beschließen heute das inklusive Wahlrecht und dazu die entsprechenden anderen erforderlichen Änderungen gesetzlichen Verordnungen. Ein Gesetz, auf das viele Menschen schon warten und hoffnungsvoll warten. Das wird heute beschlossen. Einige Anläufe hat es bereits gegeben. Auch in der letzten Legislaturperiode stand dieses Thema schon auf der Tagesordnung. Aber aufgrund der Tatsache, dass es sich da in dem großen Wahlrechtsreformgesetz befand und man da keine Einigung erzielte, konnte man da nun kein Ergebnis erzielen. Deswegen haben wir in den Koalitionsvertrag aufgenommen, dass dieses Thema separat behandelt wird, sodass wir dieses Thema auskoppeln konnten. Und daher sind wir seit Beginn der Koalition dabei, das Ansinnen zu verfolgen, das inklusive Wahlrecht einzuführen. Heute ist es soweit, dass wir die Wahlrechtsausschüsse streichen, und zwar im Bundeswahlgesetz und im Europawahlgesetz hier die entsprechenden Ziffern 2 und 3. Darüber hinaus werden entsprechende Konkretisierungen auch im Rahmen der Wahlassistenz vorgenommen, und da die entsprechenden Regelungen im Rahmen der Wahlordnung, der Wahlordnungen in der Mehrzahl gesprochen und im Strafgesetzbuch angepasst. Das dient insbesondere dazu, um mehr Rechtssicherheit und Rechtsklarheit in diesem Bereich zu erlangen. Das Bundesverfassungsgericht hat auch gerade dies dem Gesetzgeber ins Aufgabenbuch geschrieben, indem es in seiner Entscheidung vom 21. Februar 2019 gerade auf die Integrität des Wahlrechts und insbesondere auch auf die Tatsache, dass es korrekt und missbrauchsfrei ausgeübt wird, hingewiesen hat. Das Bundesverfassungsgericht hat seinerzeit ausdrücklich erwähnt, dass diese Regelungen, diese Konkretisierungen auch im Rahmen des Strafrechts erfolgen können, und so werden diese Rechte, die Regelungen entsprechend angepasst. Mit diesen Regelungen setzen wir auch die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts um, dass die Entscheidung eines jeden Wählers auch selbstbestimmt und damit nicht fremdbestimmt erfolgen darf und damit die Wählerinnen und Wähler auch eine notwendige Einsichts- und Entscheidungsfähigkeit haben müssen, um ihr Wahlrecht selbstbestimmt auszuüben. Daher ist es nur konsequent, dass das Gesetz heute in dieser Fassung erfolgt, wie wir es hier vorlegen, da dies nämlich den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts entspricht. Jeder, der dies nun auch kritisiert, muss sich aber auch mit dem Vorwurf auseinandersetzen, dass er vielleicht entsprechende Vorschläge vorlegt, die nicht der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts entsprechen. Hier waren die Anträge der Opposition entsprechend abzulehnen in der jüngsten Vergangenheit, da nur die entsprechenden Wahlrechtsausschlüsse gestrichen wurden, aber keine flankierenden Regelungen zur Wahlassistenz vorgenommen worden sind. Ich hätte mir lieber auch gewünscht, dass dieses Gesetz schon zur Europawahl in Kraft treten kann. Das haben wir leider nicht erreicht. Aber auch hier ist es so, dass wir die entsprechenden Regelungen der Venedig-Kommission zu berücksichtigen hatten, indem nur innerhalb eines Jahres vor der Wahl eben keine Wahlrechtsänderungen mehr vorgenommen werden sollen. Das ist eine Empfehlung. Deswegen ist es aber trotzdem heute ein guter Tag, dass wir das inklusive Wahlrecht einführen, denn damit ermöglichen wir den Menschen, daran teilzunehmen, was absolut wichtig ist, am demokratischen Verfahren, und zwar in der Abgabe einer Stimme bei demokratischen und freien Wahlen. Dankeschön. Für die AfD-Fraktion hat das Wort der Kollege Thomas Seitz.